In diesem zweiten Teil des Tutorials über das Bestimmen von ganzrationalen Funktionen mit Hilfe von Randbedingungen oder auch Steckbriefaufgaben genannt, werde ich euch ein paar Aufgaben vorrechnen. Das Video ist so gedacht, wenn man eine Weile im Unterricht das Thema nicht mehr behandelt hat, dann kann man es auch als kleine Wiederholung ansehen. Das mühsame theoretische Teil ist jetzt zu Ende, deshalb kommen wir zu unserer ersten Beispielaufgabe. Das Schaubild einer ganzrationalen Funktion dritten Grades berührt die x-Achse im Ursprung und hat noch einen Wendepunkt an der Stelle x gleich 2. Die Wendetangente hat die Steigung 1,5. Wir sollen die Funktion bestimmen. An dieser Stelle empfehle ich natürlich, auf Pause zu drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen und dann erst mit dem Video weiterzumachen. Geht davon aus, das habt ihr jetzt gemacht. Also, wir haben eine ganzrationale Funktion dritten Grades. Wir schreiben erstmal den allgemeinen Term hin. F von x ist gleich ax hoch 3 plus bx hoch 2 plus cx plus d. Wir erkennen anhand des Funktionstems, wir haben vier Unbekannten, die wir bestimmen müssen, a, b, c und d. Das bedeutet, anhand der Aufgabenstellung müssen wir vier Bedingungen finden bzw. vier Gleichungen aufstellen. So, davor würde ich immer empfehlen, dass man zweimal die gegebene Funktion ableitet. Ihr habt verschiedene Bedingungen, deshalb könnte sein, dass ihr alle Ableitungen braucht. Also damit meine ich die erste und die zweite. Also wir haben dann 3ax² plus 2bx plus c. Das wäre unsere erste Ableitung. Und die zweite Ableitung ist dann natürlich 6ax plus 2b. Und dann in der Reihenfolge in der Aufgabenstellung haben wir als erstes einen Berührpunkt mit der x-Achse im Ursprung. Naja, das bedeutet für uns, dass die Funktion durch den Ursprung geht, also durch den Punkt mit den Koordinaten 0-0. Also in erster Reihe können wir sagen, f von 0 ist gleich 0. Und dann Berührpunkt bedeutet, die Steigung in diesem Punkt ist ebenfalls 0, daher f' von 0 ist gleich 0. Wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir, wir haben noch einen Wendepunkt an der Stelle x gleich 2. Also an dieser Stelle haben wir einen Wendepunkt, deshalb können wir sagen, die zweite Ableitung an der Stelle 2 ist 0. Und die Wendetangente in diesem Punkt hat die Steigung 1,5. Das bedeutet, die erste Ableitung in diesem Punkt an der Stelle 2 hat den Wert 1,5. Damit haben wir unsere vier Bedingungen und damit können wir das LGS aufstellen. Also, aus jeder Bedingung folgt selbstverständlich eine Gleichung. Die werde ich jetzt aufstellen. Bei der ersten müssen wir in die Anfangsfunktion einsetzen. Damit haben wir a mal 0 hoch 3 plus b mal 0 hoch 2 plus c mal 0 plus d ist gleich 0. Das ist eine sehr hübsche Zeile. Wir erkennen, alles wird hier 0. Das bedeutet, die Schlussfolgerung ist schon unsere erste Lösung. D ist 0. So ähnlich läuft das auch mit der zweiten. Da müssen wir allerdings nur die erste Ableitung benutzen. Also 3a mal 0 hoch 2 plus 2b mal 0 plus c ist gleich 0. Und daraus folgt natürlich, dass c 0 ist. Also, wenn c und d 0 sind, dann können wir sie in der oberen Gleichung jetzt nachträglich auch noch wegstreichen. Also, für die letzten Gleichung interessiert uns das nicht. Und dann setzen wir erstmal in die zweite Ableitung. Dann werden wir haben 6a mal 2 plus 2b ist 0. Und dann noch die letzte Bedingung mit der ersten Ableitung, 3a mal 2 hoch 2 plus 2b mal 2 sind 1,5. So, was übrig geblieben ist, ist so ein klitzekleines lineares Gleichsystem mit zwei Zeilen und zwei Unbekannten, den wir jetzt noch sauber schreiben werden. Das bedeutet 12a plus 2b ist 0. Und hier haben wir nochmal 12a plus 4b sind dann 1,5. So, wir müssen eine dieser Unbekannten zum Beispiel durch Additionsverfahren eliminieren. Deshalb werde ich jetzt die erste Zeile mal minus 1 nehmen und mit der zweiten addieren. Nachdem ich das zusammenzähle, dann habe ich oben minus 12a plus 12a ist natürlich 0. Hier habe ich minus 2 plus 4 sind dann entsprechend 2b. Und 0 plus 1,5 sind natürlich 1,5. Können wir noch durch 2 teilen. Somit
ist B, 3 Viertel. Also, die dritte Lösung ist schon da. Die nutzen wir jetzt, um noch A zu bestimmen. Wir setzen beispielsweise in der ersten Zeile hier und dann können wir an der Stelle sagen, 12a plus 2 mal 3 Viertel sind gleich 0. Kann man noch ein bisschen kürzer und zusammenfassen. Also, dann bleibt nur noch 3 halbe übrig. Dann bringen wir dieses 3 halbe rüber mit minus 3 halbe. 12a sind gleich minus 3 halbe. Und wenn wir das Ganze nochmal durch 12 teilen, dann kriegen wir für a nichts anderes als minus 1 Achtel. Das war die letzte Lösung. Und damit können wir die gesuchte Funktionsgleichung aufstellen. Also oben eingesetzt haben wir dann minus 1 Achtel x hoch 3 plus 3 Viertel x Quadrat und die anderen Terme, weil c und d 0 sind, existieren natürlich nicht. Wir kommen jetzt zu unserer zweiten Beispielaufgabe. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt das Thema verstanden, dann könnt ihr an dieser Stelle auch auf Pause drücken, selbst die Aufgabenstellung lesen und lösen und dann mit meinem Lösungsweg vergleichen. Jetzt gehen wir weiter. Bestimmen Sie die ganzrationale Funktion von Grad 4, deren Graphen symmetrisch zur y-Achse ist, den Punkt a enthält und einen Tiefpunkt bei 1-0 hat. Also, ganzrationale Funktion vierten Grades erstmal. Wir haben dann a x hoch 4 plus b x hoch 3 plus c x Quadrat plus dx plus e. Als erste Eigenschaft steht da, die Funktion ist symmetrisch zu der y-Achse. Das bedeutet, wir dürfen jetzt die ungeraden Terme wegstreichen. Kurz gesagt, wir bleiben nur noch mit drei Unbekannten, a, c und e. Also, wir müssen aus der restlichen Aufgabenstellung nur noch drei Bedingungen ablesen. Davor werde ich wieder die Funktion zweimal ableiten. Also eigentlich brauchen wir hier nur eine Ableitung an der Stelle. Deshalb sparen wir ein bisschen Zeit. 4a x hoch 3 plus 2 cx und e fällt natürlich weg. Und dann, als erstes haben wir einen Punkt a mit den Koordinaten 0-2. Den können wir natürlich einsetzen und sagen, f von 0 ist gleich 2. Dann haben wir noch einen Tiefpunkt mit den Koordinaten 1-0. Der Tiefpunkt ist in erster Reihe ein allgemeiner Punkt auf der Kurve, daher f von 1 ist gleich 0. Zusätzlich muss natürlich noch die Steigung 0 sein an dieser Stelle. Damit haben wir unsere drei Bedingungen und natürlich ergeben sich auch drei Gleichungen. Also, die erste Gleichung lautet dann a mal 0 hoch 4 plus c mal 0 hoch 2 plus e ist gleich 2. Aus dieser Gleichung können wir sofort schlussfolgern, dass e gleich 2 ist. Also wir haben hier schon unsere erste Lösung. Dann mit der nächsten. A mal 1 hoch 4 plus c mal 1 hoch 2 plus e, und e ist 2, das ist wahrscheinlich auch gleich 2, ist gleich 0. Und die letzte Bedingung mit der ersten Ableitung. 4a mal 1 hoch 3 plus 2c mal 1 sind 0. So, die letzten zwei Gleichungen fasse ich noch zusammen. Hier an der Stelle kann ich auch noch die 2 mit minus 2 rüberbringen. Dann haben wir a plus c ist gleich minus 2. Das wäre unsere erste Gleichung. Und die zweite lautet 4a plus 2c sind 0. Durch beispielsweise Additionsverfahren können wir wieder eine Unbekannte eliminieren. Ich entscheide mich jetzt, c zu eliminieren, deshalb nehme ich die erste Zeile mal minus 2 und addiere sie mit der zweiten. Also, wir stellen uns jetzt alles oben mal minus 2 multipliziert vor. Die erste Zeile übernehme ich allerdings erstmal noch unverändert. Und dann haben wir minus 2a plus 4a sind natürlich 2a. Dann minus 2c plus 2c ist weg. Und oben minus 2 mal minus 2 sind 4 plus 0 sind 4. Geteilt durch 2. Somit haben wir auch die Lösung für a. Und das können wir jetzt noch hier in der ersten Zeile einsetzen, c bestimmen. Also dann habe ich 2 plus c ist gleich minus 2. Dann bringen wir die linke 2 rüber. Und dann haben wir für c minus 4. Und das ist unsere letzte Lösung.
Dann stellen wir die Funktionsgleichung auf und damit ist die Sache dann erledigt. Also wir haben dann 2x hoch 4 minus 4x² und am Ende noch plus 2. Zum Schluss noch ein paar kurze Hinweise. Ihr habt bereits in den gelösten Beispielaufgaben gesehen, man braucht immer so viele Bedingungen bzw. Gleichungen, wie man Unbekannten in dem Funktionsterm hat. Zweitens, nicht immer ist es zwingend notwendig, das LGS zu lösen. Es gibt Aufgabenstellungen, die nur das Aufstellen des linearen Gleichsystems verlangen und nicht das Lösen. Und wenn ihr noch Probleme habt mit Lösen von linearen Gleichsystemen, dann schaut euch in der gleichen Playlist noch das Tutorial für das Gauss-Verfahren an.